Willkommen, meine Lieben, zum Sonntagsgespräch der Freien Sachsen. Heute haben wir einen ganz prominenten Gast, und zwar Markus Fuchs. Markus Fuchs ist ja der Kopf der Dresdner Bewegung, der Querdenkenbewegung. Und man hört ja immer viel von dir. Du reist ja auch durch die ganze Republik. Und ihr habt ja letztens auch ein paar Rückschläge erlitten mit Michael Ballweg. Dort ist ja das Problem, man hat ihn einfach weggesperrt. Kannst du uns da Näheres erläutern? Was ist denn da eigentlich passiert? Und gibt es da überhaupt Anklage oder was sind die Anklagepunkte? Ja, das ist ein Paradebeispiel, dass hier der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, die Justiz nicht mehr unabhängig ist. Es gibt eben keine Anklage, immer noch nicht. Und das, obwohl er ja nun schon seit über einem halben Jahr in Haft sitzt, in Untersuchungshaft sitzt. Darf man das so lange eigentlich? Früher gab es da mal eine Klausel, dass da ein halbes Jahr das Limit war. Die hat man aufgehoben, also dieses Gesetz hat man aufgehoben, damit die Leute eben auch beliebig lange quasi in Untersuchungshaft sitzen können. Gerade bei solchen politisch unliebsamen Gesellen, sage ich jetzt mal, wie dem Michael. Fuck you!